Hallo, hier ist nach einiger Zeit mal wieder die Asche und nicht wundern wegen meiner Stimme. Ja, ich bin mal wieder krank geworden. Das finde ich natürlich wunderbar. Also ich habe Schnupfen und ein bisschen Halsschmerzen, deswegen mal nicht wundern, wenn ich dann mal niesen muss. Ich hoffe, ich muss nicht niesen, aber das dann bitte mir nicht übel nehmen. Ja, und mein Hals tritt mir mal wieder so richtig schön in den Arsch. Und ja, ich versuche hier trotzdem ein Let's Play auf die Beine zu stellen. Lasst mich noch ein wenig länger rasten. Verflucht, schon wieder diese Gefangene. Tötet sie. Sie arbeitet vielleicht mit den Assassinen zusammen. Natürlich. Nein, sie ist keine von ihnen. Sie kann uns helfen. Sie muss uns helfen. Wie ihr wünscht, Herr. Kommt näher. Sie können nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Sie haben nicht gesehen, was ich sah. Wie soll ich das erklären? Hört zu. Kennt ihr die Neuen? Wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten? Naja, also, ja. Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient. Und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert. Jeder von ihnen ein Feuer. Jeder von ihnen ein Zeichen. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? Meine Geburt? Alter, das geht dir doch gar nichts an, ey. Das ist so ein alter Knacker. Junge, das ist voll Pädophil hier. So ein alter Knacker spricht so ein junges Weib an und fragt erstmal so. Also, wir wurden unter dem Schlachtross geboren. Frag nicht, wieso ich nehme das immer. Vorher habe ich immer den Krieger genommen. Weil vorher habe ich das halt mal gespielt so. Also habe ich das bei meinem Onkel gespielt. Weil ich das halt eigentlich selbst noch gar nicht spielen musste. Ich gucke gerade nach einer Uhr, aber irgendwie ist hier keine. Naja, da muss ich es halt nach Gefühl machen. Habe ich das halt immer gespielt. Und der hat immer gesagt, nimm den Krieger. Und die anderen habe ich mir halt nie durchgelesen. Und jetzt habe ich mir die durchgelesen und dann fand ich immer das Schlachtross am besten. Ja. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Was ist mit mir? Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll das Schlachtross euren Fortschritt auf der Straße des Schicksals beschleunigen. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Meine Träume gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Ja, klar. Die Dämmerung von Akathos strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Weißt du, ich bin einfach so ein Gefangener, wo die zufällig in dieser Zelle war, wovon niemand was wusste, und genau da zufällig war dieser Eingang. Ja, was für ein Zufall. Habt ihr keine Angst zu sterben? Mir eilen keine Trophäen meiner Triumphe voraus, aber ich habe gut gelebt und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal und dann zu fallen. Also, ich kommentiere jetzt einfach immer alles, was dieser Kaiser sagt. Aber ich fänd's nicht geil zu wissen, wann ich sterbe. So, das fänd ich ziemlich scheiße. Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme, schriller als jede Musik, ruft mich. Geil. Ihr könnt mir eine Weile lang folgen. Doch dann müssen wir uns verabschieden. Ach, echt? Hier ist mal wieder die Leute ausrauben. Hallo. Ja, jetzt geht doch. Ihr könnt euch eigentlich auch... Ich hab die Fackel doch schon. Bleibt in unserer Nähe und lasst uns unsere Arbeit machen. Dann wird euch nichts geschehen. Das Geile ist, ich muss jetzt zwischen dem Kaiser und zwischen ihm gehen. Darf halt nicht nach Keinen vorne Schritt gehen. Weiter.
gar, ne? Ich darf halt nicht vor ihnen gehen. Und das ist das Geile, weil ich soll ja eigentlich die Fackel halten. Und da müsste ich ja eigentlich vorne gehen, weil so nützt denen das ja gar nichts. Dann steht ja der Vordermann trotzdem. Beschützt den Kaiser! Der Kaiser ist in Gefahr! Der hier gehört mir! Hey, mögen die Drachenfeuer ewig brennen! Sehr gut. Ich mich einfach vordrängeln. Beschützt den Kaiser! Ja, mach das mal. Ich bleib hier und warte, ne? Erledigen wir sie! Der Kaiser braucht deine Hilfe! Hä, hey, wieso? Er kriegt das doch auch alleine. Junge, chill! Da hätte ich fast den Kaiser geschlagen. Für die Klingen und den Kaiser! Ja. Labert nicht so viel und lauft ein bisschen mehr. Kommt. Und ich können wir auch durch die Tür und müssen nicht wieder durch so eine Höhle laufen. Einen Moment, das gefällt mir nicht. Das will ich mir ansehen. Verdammt! Das Tor ist von der anderen Seite versperrt! Eine Falle! Was ist mit dem Seitengang dort hinten? Einen Versuch ist es wert. Auf geht's! Kommt? Kommt? Ich habe hier gerade fast vergessen, dass ich in der Aufnahme bin, Alter. Hammergeil. Ich habe nämlich hier gerade über den Namen der Folge Gedanken gemacht. Sie sind hinter uns! Wartet hier, Herr! Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Für den Kaiser! Deswegen war es gerade so still. Ich habe gerade so über den Namen noch gedacht. So. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Okay. Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Okay. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Okay. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Ja. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Ist ja gut. Hey. Ihr habt euch einen schlechten Tag ausgesucht, um euch mit der... Ihr habt Glück, dass ich euch gut leiden kann. Der hier gehört gut mir. Boah. Krass. Nein. Doch. Talos möge uns beistehen. Boah, jetzt heul nicht rum, Alter. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett, wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Merkwürdig, er hat etwas in euch gesehen, hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Dass der mir das einfach so abkauft. Er fragt sich so, hey, ja, bei der Leiche war es nicht und bla. Und dann sag ich so, er hat es mir gegeben. Und dass der mir das einfach glaubt. Alter, ich muss es zu Joffrey bringen. Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? Alter, es gibt noch einen Thronerben. Das ist wie so ein Kleinkind so. Warum? Warum? Ja. Nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Wie komme ich da hin?
Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Na toll, wir dürfen jetzt nochmal durch so eine eklige, schlammige Höhle laufen. Naja, durch die Abwasserkanäle, ja. Das finde ich auch nicht gerade besser. Ich glaube, das ist auch nicht gerade besser. Ja, die Abwasserkanäle. Dort gibt es Ratten und Goblins. Aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Pilger. Habe ich recht? Ja. Aha, die Klasse wählen. Selbst Klasse definieren. Wir sind natürlich Kampf hier. Sonst, ich nehme auch ganz oft List, weil ich mag die Diebesgilde eigentlich am liebsten, aber jetzt nehme ich mal Kampf. Ist auch besser. Auf jeden Fall Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Schnelligkeit und Konstitution. Robotik, Alchemie, Athletik, schwere Rüstung, Schwertkampf, Waffenschmied. Erstmal gleich. Ja, so, okay. Ja. So. Wirklich? Das hätte ich nie erraten. Ich glaube trotzdem, dass ihr mit Ratten und Goblins leicht fertig werdet. Ja. Durch die Abwasserkanäle und dann? Ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen. Macht euch sofort auf den Weg zur Vaynon-Priorei. Aber seid vorsichtig, alles klar? Ja. Ja. Gut, der Kaiser tat gut daran, euch zu vertrauen. Alter, ihr kennt mich doch noch nicht mal. Was ist mit euch? Was werdet ihr tun? Das interessiert mich brennend eigentlich nicht, aber... Ich bleibe. So bewache ich den Kaiser und stelle sicher, dass euch niemand folgt. Cool. Macht euch lieber auf den Weg. Möge euch Talos leiten. Ja, übrigens, vielen Dank für die Bergung von Captain Renaults Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es einen Ehrenplatz in den Hallen der Klingen bekommt. Yeah, jetzt habe ich das Schwert einfach nicht mehr. Habe ich ein anderes? Ich hoffe. Aber das war's erstmal mit diesem Part. Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Uhr geguckt, so schlau wie ich immer bin. Aber ich schätze einfach mal, dass ich hier so viel geredet habe, dass das jetzt ein Part lang war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part und tschüss!